Feuerlöscher habe ich nicht gedacht. Boah, sind hier viele von den Viechern, ey. Ich hoffe, hier ist irgendwo mal einer drin. Vielleicht. Aua! Ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Was sind das viele? Viecher, Mann. Kann ich ja nicht alle bekämpfen. Ich muss hier durchrennen. Das ist einfach Massen. Einfach Massen. Und Feuerlöscher. Brauchen wir bestimmt hier. Scheiße. Hätte nicht so viel verbrauchen sollen. Ist das hier irgendwie benutzbar? Nee. Luftschleusen. So. Aurora Systems are running on local reserve power, unable to remotely download black box data. Integrating new PDA data. Schubkanonenfragment. Kommen wir hier? Verwaltung, Frachtraum. Speichern wir. Abfallhammer. Recycle. Wichtig. New blueprint acquired. Was? Kommandostuhl. New blueprint acquired. Was steht da? Integrating new PDA. Krebsposter Land einsammeln. Haben wir auch. Das ist hier nichts, wa? Das Ding? Datenkonsole, Daten herunterladen. Integrating new PDA data. Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein, sonst. Mein Föhn. Ich und mein Föhn. Also Batterien haben wir auf jeden Fall genug. Hätte ich gar nicht so viele mitnehmen müssen. Ja, Feuerlöscher. Kommen wir nicht durch. Verdammt. Kommen wir nicht durch. Zeig dein Krebsexoskelett an. Desinfiziertes Wasser. Aber große Flaschen hier.
Das brennende Löschen mit 55%. Ah, das mit dem Feuerlöscher ist natürlich auch ärgerlich. Vor allen Dingen, Batterien finde ich wie sonst was, aber Feuerlöscher... Muss ich das hier jetzt... Sieht so viel aus. Ah, es ist nicht löschbar, aber... Scheiße. Denkt man nicht, dass das da oben löschbar ist. Aber wie komme ich denn da rein? Der Seite geht's nicht. Ich bin tot. Scheiße. Okay, da verbrennt man sehr schnell. Kann ich nicht laden? Ja, wir gehen nochmal zurück, wir laden nochmal neu. Was ist das denn? Bin weg. Okay, da sind wir wieder an der Stelle von vorhin. Müssen wir natürlich nochmal kurz rüber in die Verwaltung. Brauchen wir den ganzen Weg hierher nicht nochmal schwimmen? Ach. Was denn nur? Wollte irgendwie diesmal nicht so richtig ausgehen, das... Hallo? Hallo? Das Feuer. Integrating new PDA data. New blueprint acquired.
Integrating new PDA data. Lesen wir uns später durch. So. Jetzt versuchen wir da drüben nochmal irgendwas zu erreichen. War hier unten noch irgendwas? Nee, ne? Kommen wir bestimmt nie wieder raus, oder? Ach doch. Oh nee. Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. Ja. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Nu? Wie kommen wir da durch? Muss ich das reparieren? Nee, sieht nicht so aus. Ach du Scheiße. Kann man was eingeben? No! Codes und Hinweise, eigene Notizen. Ah, warte mal hier. Eigene Notizen. Hier sind wir nun, im freien Weltraum. Wir haben die Galaxis durchquert, um ein Phasentor zu installieren, Schiffe zum Abbau von Ressourcen auszusenden, teure Schiffe zu bauen, schickere Phasentore zu installieren. Versuchen wir, die Galaxie auszubeuten oder uns selbst? 18.06. Juts Geburtstag. 40 Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. 400 gefühlte Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. Nicht genug Geld, das mir Altera zahlt. 1445 Frachtraum. Achso, ach, das sind... Ah, 1454. Ah! Sehr geil. Vor allen Dingen... Totaler Bullshit, den er hier schreibt, und hier einfach mal ein wichtiger Code dann drin. Da sammelt sich Feuer an der Decke, geil. Ich glaube, wir trinken mal ein Schlückchen, wa? Oh, ich habe das runtergeworfen. Riegel essen wir auch mal, so. Gefällt mir hier dieses Erkunden. Ja, ein Riegel. Super. Soll aber nix sein. Noch ein Riegel. Okay, Essen haben wir genug, nur Trinken sieht schlecht aus. Problem ist natürlich auch, ich bin nicht wirklich schnell zurück, ne? Also bin ja nicht so in ein paar Sekündchen wieder zu Hause. Meine Sachen von der Decke. Okay, hier ist nichts. Ach, hier haben wir es zum Scannen. Von drei. PDA? Wasser? Jawohl. Das ist ja eine Riesentür hier. Kommen wir nicht durch? Kann ich den Gabelstapler fahren?
Nein. Ich hab doch ein extra Gabelstapler-Video geguckt. Ich weiß, wie es geht. Können wir auch nicht benutzen. Was ist das? So. Was haben wir da? Antriebsrahmen? Seemottendock. What? Was ist denn ein Seemottendock? Guter. Okay. Scheint was Feindliches zu sein. Weil wenn das Wort Bluter drin vorkommt. Wenn das Wort Blut vorkommt, wenn das Wort Bluter vorkommt. Muss etwas sein. Ich sag doch! Hilfe! Hört auf! Schickt. Wie das wieder hochgeht. Guten Tag. Reinigungsservice. Wir hatten uns bestellt. Dock 1. Wo ist der Arzt? PDA. Integrating new PDA data. Dock 1. Also. Hier ist ja kein Dock. Hier ist kein PDA. Die geht nicht auf. Seemottenfragment. Naja, klar. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir mit. Ah, das ist das Schiff. Die Seemotte ist ein Ein-Personen-Tauchboot mit einer unabhängigen, austauschbaren Energiezelle im hinteren Schacht und vollständig anpassbar. Energieeffiziente multidirektionale Düsen ermöglichen gleich gute Einsätze sowohl in Meeres- als auch in Weltraumumgebungen. Die meisten Langstreckenschiffe haben mindestens zwei Fahrzeuge dieser Baureihe an Bord, um die Erkundung und Erschließung von kleinen Himmelskörpern zu ermöglichen. Sie können auch mit der normalen mobilen Fahrzeugstation hergestellt werden. Naja gut, das ist Person 1. Seemotten können durch die Installation von Erweiterungsmodulen, deren Fach sich auf dem Backbordflügel befindet, modifiziert werden. Diese beinhalten vergrößerter Frachtraum, erhöhte Energieeffizienz, Druck- und Kollisionsausgleich. Erweiterter Sonar, Verteidigungsmöglichkeiten. Alter. Anmerkung: Diese Module können nur in einem Tauchdock mit Fahrzeugerweiterungskonsole hergestellt werden. Die Seemotte, sie kommt überall hin, außer an Land. Geil. Sehr nice. Haben wir ein fettes Fahrzeug, was wir bauen können? Richtig gut. Das ist doch bestimmt noch irgendwo so eine Blutegel. Geht's hier hin? Antriebsraum. Und hier? Krebsdock. Umkleideraum. Krebsdock. Hier reparieren? Aufschneiden zum Betreten. Mit? Wie aufschneiden? Mit was denn aufschneiden? Nicht zum Aufschneiden, wa? Viele Batterien ich einfach habe. Ach, jetzt habe ich das wieder weggeworfen. Nein! Okay, hier kommen wir nicht weiter.
Uns geht das Wasser aus, ey. Uns geht das Wasser aus. Wasser? Bitte Wasser. Nein, keine Batterien. Sustained internal damage during collision. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Okay. New blueprint acquired. Tja, das mit dem Wasser ist ein Problem. Ich glaube, so lange kann ich nicht mehr hier bleiben. Ist wieder ein Bluter. Was ist das hier für ein Raum? Gibt's hier irgendwas? Scannen. Leck. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ach du Gott, okay. Containment breach repaired. Further breaches detected. Na gut, Batterien haben wir noch. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Er sieht gut aus noch. Containment breach repaired. 6. Ich glaube, der sieht gut aus. Hau doch das Vieh weg! Ich krieg das Vieh nicht ab! Was hat er denn jetzt so ewig gebraucht, das Vieh abzuhauen? Aber auch kleine Scheißer. Einer war hier noch. Da. Ah. Muss er halt erstmal erwischen. Nein! Hab ich ihn? Ich hab ihn erwischt. So. Containment breach repaired. Further breaches detected. Oh! Scheißvieh! Containment breach repaired. Da kommt schon wieder einer. Detected. Was ist das jetzt für einer? Ist der tot? Nee. Fressen ihre Freunde. Ah. Okay, ich glaube, wir können erstmal weitermachen. Ich hoffe es. Containment breach repaired. 3. Further breaches detected. 3. Containment breach repaired. Further breaches detected. Okay. Ja. Da ist ein Bluter schon wieder. Hallo? Da war ja das Ding. Ah, shit.
Blöde Drecksvieh. Da ist doch auch schon wieder einer. Habe ich erwischt. So, noch ein Riss da oben. Kommen wir hier raus? Hier. Das ist ein Feuerlöscher. Nice. Hier. Jawohl, cool. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Richtig gut. Richtig gut. Kommen wir nicht hoch oder was? Hier ist gar nichts. Nur noch nichts scannen. Frage ist, ist hier irgendwas? Okay, wir kommen hier nicht weiter. Das war's, scheinbar. Scheint hier nicht zu sein. Da drüben kommen wir leider nicht weiter. Aber die Tür nicht aufkriegen. Also können wir eigentlich zurück. Ganzen Weg jetzt nach Hause. Was ist hier los? Wir speichern mal. Das war jetzt das ganze Schiff? Sieht von außen so viel größer aus. Okay, Viecher, jetzt geht das wieder los. Lass mich! Ich komme hier nicht durch! Komm ich da unten ins Wasser? Geronimo! Die scheiß Karte weg. Brauchen wir nicht. Wir fallen überall die Käfer runter. Lampe hätte das Ding ruhig noch vertragen können hier. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay, nee. Die Frage ist, ob es noch irgendwo einen anderen Eingang gibt oder ob es das wirklich war mit dem Schiff.
nicht.